Hier sind die Gewinner. Wir beginnen mit dem dritten Preis, dotiert mit 3.000 Euro. Der dritte Preis, der geht an Carmen Maywald und Vanessa Materla für die Reportage Das System Zalando. Die Recherche wurde in einem gemeinsamen Projekt der Wochenzeitung Die Zeit, des SWR und dem Recherche Startup Flip realisiert. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Jetzt kommt der Einspieler. Zalando wirbt in bunten und aufwendigen Werbespots nicht nur Mode, sondern Glücksmomente zu verkaufen. Gleichzeitig verspricht das Unternehmen Nachhaltigkeit und bewusst mit der Umwelt umzugehen. For better. For all. Wir wollen wissen, was passiert mit unseren Retouren. Dazu bestellen wir im August 10 Artikel auf Zalando. Wir starten sie mit GPS und Bluetooth-Trackern aus und schicken sie wieder zurück. Unsere Tracker legen weite Strecken zurück. Eigentlich würde ich es gerne in Deutschland verkaufen, aber da ist gerade kein Platz. Also geht es erstmal die Schleife nach Stockholm, wenn es da zwischenzeitlich verkauft wird, dann gut. Und wenn nicht, dann wird es wieder umgelagert, weil dann da die Wahrscheinlichkeit annimmt. Der LKW ist im Endeffekt ein Lager auch für Zalando. Was uns beim Blick auf die Routen unserer Tracker noch auffällt, 7 von 10 Trackern haben am Anfang ihrer Reise mindestens einmal ein Signal aus Polen gesendet, bevor sie sich quer durch Europa verstreut haben. Ein Ort, an dem viele Tracker gelandet sind, heißt Gatno. Wir finden heraus, dass hier Zalando-Retouren bearbeitet werden. Betrieben wird das Zentrum von einem Dienstleister im Auftrag von Zalando. Manche Sachen sind auch gar nicht dreckig, sondern riechen nach dem Parfüm, das die Kunden getragen haben. Wenn es so riecht oder mehr geputzt werden musste, dann ging das entweder in den Müll oder irgendwo anders hin. Ich weiß nicht wo. Also sie hat gesagt, 20-30% sind Müll gewesen. Bei den meisten unserer Retouren ist es unwahrscheinlich, dass sie wieder verkauft worden sind. Wir haben die Retouren im September aufgegeben. Stand heute sind alle bis auf eines unserer getrackten Kleidungsstücke nicht mehr im Zalando-Shop erhältlich. Die Wirklichkeit hinter dem Umweltversprechen von Zalando sieht anders aus als in der Werbung. Zalando täuscht seine Kunden. So, und jetzt bitte ich Brigitte Betz. Ja, kennt jeder. Immer blöd, wenn man was verspricht, was man dann nicht halten kann. Bei uns fehlbaren Normalsterblichen steckt da meist die Angst dahinter, nicht gemocht zu werden. Bei Firmen, so lässt sich vermuten, ist es Geschäftskalkül. Erstes ist eine lästige, aber lässliche Sünde. Letzteres Verbrauchertäuschung. Nehmen wir Zalando, den omnipräsenten Online-Modehändler aus Berlin. 97% der Waren, die retour gehen, so verspricht Zalando, oder das hat es zumindest bis jetzt versprochen, würden weiterverkauft. Das Unternehmen möchte nachhaltig sein und transparent. Und tatsächlich, es zeigt sich auch offen für Journalistenanfragen. Unsere Preisträgerinnen Carmen Maywald und Vanessa Materla haben sich von der vorgeblichen Offenheit aber nicht einlullen lassen. Denn warum reagiert ein Unternehmen, das sich Klimaneutralität auf die Fahnen geschrieben hat, auf ein Gesetz gegen die Vernichtung neuwertiger Waren und Retouren mit der Verlagerung eben jener Retourenabteilung ins Ausland, nach Polen nämlich? Und wie genau kann man sich die Wiederverwertung zurückgegebener Waren vorstellen, wenn die Firmenleitung selbst gar nicht so genau angeben kann und will, wie das Ganze dann konkret abläuft? Die Autorinnen wollten es genau wissen und haben sich auf die Fährten von 10 Kleidungsstücken begeben, die sie selbst retour geschickt haben, versehen mit, wir haben es gehört und gesehen, mit GPS und Bluetooth-Trackern.
Trackern, schwer auszusprechen. Sie haben mit Arbeiterinnen und Arbeitern im polnischen Gardno gesprochen, dort, wo eben ein Logistikdienstleister von Zalando sitzt, wo im Akkord darüber entschieden wird, was zerstört und was eventuell dann doch nochmal wiederverkauft werden kann. Sie haben mit Menschen gesprochen, die nicht hätten mit Ihnen reden dürfen, haben interne Unterlagen ausgewertet, Experten und Ministerialbeamte befragt. Und es zeigte sich, sorgloses Online-Shoppen in Zeiten des Klimawandels, es ist eben nicht möglich, es ist pure Verbrauchertäuschung. Die Wegwerfwaren der Fast-Fashion-Industrie, sie werden mit LKWs durch ganz Europa gekarrt, um Lagerkosten zu sparen. Sie zirkulieren immer dorthin, wo laut Computeralgorithmus die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass sie verkauft werden können. Ähnlich ist es mit den Rückgaben. Allein die 10 retournierten Produkte unserer Preisträgerinnen waren im Recherchezeitraum 28.822 Kilometer auf Europas Straßen unterwegs. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann im Schredder landen, verkippt auf den Deponien der sogenannten Halde Europas, ist groß. Zalando hat ein Netz von rund 40 Tochtergesellschaften und über 1.600 Partnern gewoben, das die ganze umweltschädliche Tragweite dieser Art von Modekonsum und Modeverkauf verschleiert. Wir danken Carmen Maywald und Vanessa Materla, dass sie dieses Netz für uns gelüftet haben in einer Recherche, die anderthalb Jahre in Anspruch genommen hat, unterstützt durch das Online-Magazin Flip und das investigative YouTube-Format Vollbild des SWR. Wir haben ja Ausschnitte gesehen. Und dass die beiden es so aufbereitet haben in ihrem Zeitartikel, dass man ihn gerne liest und hoffentlich auch darüber ins Nachdenken kommt. Herzlichen Glückwunsch. Ich erinnere mich noch so vage, wie es mit Zalando losging. Die Schuhe kamen immer an und es hieß Schreien vor Glück. Ja? Oder schick zurück. Von vornherein, das ist richtig. Und es war immer Verkaufe von Gefühl und jetzt ist Verkaufe von gutem Gewissen. Sie haben sich die Schattenseite rausgesucht. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Aber warum eigentlich? Warum? Wir die Recherche begonnen haben. Warum das Thema und ja. Wir haben es gerade ja schon so ein bisschen gehört, dass es ein relativ eigenartiger Start war in die Recherche, denn tatsächlich hat sich das Unternehmen selbst an die Zeit gewandt. Also Zalando hat selber dafür gesorgt, dass es diese Recherche gab. Und zwar die Hinrichtung betreiben. Genau. mit dem Angebot, an einem Seminar teilzunehmen, in dem das Unternehmen darlegen will, wie es kreislauffähig wird. Mhm. Dann habe ich zuallererst den Auftrag bekommen, eben darüber zu berichten. Und das Unternehmen hatte sich eingangs darauf eingelassen, uns eben Einblick zu gewähren, dass wir an Meetings teilnehmen dürfen und eben mit mehreren Menschen des Unternehmens ins Gespräch kommen können. Und dann hat sich aber recht schnell bei den ersten Treffen herausgestellt, dass es eher PR-Gespräche waren, dass bei kritischen Rückfragen eben keine Rückmeldung kam und dass keine Zahlen zum Beispiel kommuniziert wurden, wie dieser Wandel überhaupt stattfinden soll. Und dann haben wir eben gemeinsam angefangen, um das Unternehmen herum zu recherchieren. Und so war quasi der Start, also mit einer Initiative des Unternehmens selbst. Also die blasen sehr viel heiße Luft offensichtlich in die Medien, in der Hoffnung dann eben positive Punkte beim Verbraucher zu haben. Aber was fanden Sie am schwierigsten eigentlich? Jetzt gute Miene zum bösen Spiel zu machen oder war es, eher das Praktische, das Tracking? Was war so Ihr Hauptproblem? Also dadurch, dass es unsere erste investigative Recherche war, standen wir vor einigen Problemen und da sind wir sehr dankbar für das Netzwerk, das wir von den verschiedenen Partnern hatten.
Aber ich glaube, was am schwierigsten war, war einfach hinter dieses sehr gut gehütete Netz von Zalando zu gucken. Also sei es irgendwie, wie gehen sie mit ihren Retouren tatsächlich um und was ist eben, wie Sie jetzt schon gerade beschrieben haben, eigentlich nur Greenwashing. Wir haben es jetzt auch gerade im Film gesehen, mit den ArbeiterInnen vor Ort ins Gespräch zu kommen und tatsächlich auch aus deren Arbeitspraxis ein bisschen was zu erfahren und halt eben denen tatsächlich irgendwie auch ein Gefühl zu geben, sie können mit uns sprechen, obwohl es für sie sehr riskant ist. Ich glaube, das waren vor allen Dingen die und zusätzlich auch die Sprachbarriere. Wir beide können kein Polnisch, deswegen waren wir auch froh, dass wir da Sophie Rebmann, wir haben sie auch kurz im Film gesehen, mit an der Hand hatten, die uns da übersetzen konnte. Ich glaube, das sind vor allem die Punkte, die für uns in dem Moment schwierig waren. Und dann natürlich das Abwarten, wohin die Tracker gehen und jeden Tag gucken, das kommt dazu. Sie haben gerade die Partner erwähnt und ich glaube, das wissen hier viele inzwischen im Saal, dass es durchaus üblich ist jetzt, dass die verschiedenen Genres und auch private und öffentlich-rechtliche Partner miteinander an einem Projekt arbeiten. Wie haben Sie Ihre Partner gefunden? Also die Zeit war eben der erste Auftraggeber und den zweiten Partner Flip haben wir tatsächlich durch die Schwierigkeiten gefunden, die Vanessa gerade beschrieben hat. Also wir standen wirklich buchstäblich vor der Wand, weil wir irgendwann nicht mehr weiter wussten. Die Retouren waren wie eine Blackbox, die eben nicht mehr durch Gespräche mit ehemaligen oder aktuellen Mitarbeitenden zu durchschauen war, sondern es mussten irgendwie andere Methoden her. Und da hat uns eben das Recherche-Startup Flip den Tipp gegeben, dass wir es doch mal mit Trackern versuchen könnten. Und genau, dann ist noch Vollbild, also vom SWR, das investigative Format mit eingestiegen, über einen Kontakt von Flip. Und irgendwie ist das so organisch gewachsen. Und am Ende war es auch wirklich wichtig, dass wir so viele Menschen waren, die auf diesem Thema rumgedacht haben, gerade wenn man diese über Monate diese Wege der Kleidungsstücke verfolgt, durch die Sender eben die Signale, die sie senden und wir uns wirklich lange gemeinschaftlich gefragt haben, wieso ist das so? Und da war es wirklich wichtig, auch mit erfahrenen Investigativjournalistinnen sich austauschen zu können. Haben Sie eigentlich in Ihrer Umgebung gemerkt, dass die Leute jetzt aufhören, bei Zalando zu bestellen? Haben Sie da so ein bisschen geschadet? Bestimmt. Ich glaube, was man auf jeden Fall bewirkt hat, ist ein gewisses Bewusstsein dafür, was eben mit zurückgeschickter Ware passieren kann. Es war ja nie unser Anspruch zu sagen, zu unserem Umfeld auch, ihr dürft nicht mehr bestellen, Online-Modehandel ist schlecht, sondern es geht einfach nur darum, ein Bewusstsein zu schaffen dafür, welche Auswirkungen das eben auch haben kann. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Vielen Dank und weiter so. Danke.